Hi, heute schauen wir in die Pam-Box und die erscheint alle 2 Monate. Die ist jetzt im April bei mir eingetroffen. Das heißt, das wird dann wohl die April- und Mai-Variante sein. Schönes Design auf jeden Fall. Mag ich gerne leiden mit diesem dezenten, leichten Muster drauf. Ne? Die kostet 26,90 € im Jahresabo pro Box. Und wir haben 6 bis 8 Produkte hier drin. Das sind vor allem Food-Produkte und ein Non-Food-Artikel ist hier auch immer mit drin enthalten. Die Produkte sind vegan und das ist die Box, die in Kooperation von About Food und Pamela Reif immer rauskommt. Riesig ist das Schätzelein, einfach weil wir da halt auch relativ viel Food so drin haben. Das sind meistens dann auch etwas voluminösere Sachen. Ich finde die Box immer total toll. Die kannst du auch super zum Aufbewahren verwenden. Orange kommt das Ganze hier raus. Das passt natürlich komplementärmäßig richtig gut geradezu beim Hoodie. Und ich bin gespannt, was die liebe Pamela sich jetzt für die Frühlingszeit überlegt hat. Wunderschön sieht die Lady immer mal wieder aus, ne? Das ist echt der Hammer. Also hier haben wir auch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich finde es auch schön, dass wir noch ein Heftchen mit dabei haben. Da haben wir auch manchmal so ein paar Bilder von ihr auch mit am Start. Und jetzt kommen wir zu ihren Einführungsworten. Der April macht, was er will. Aber eines ist sicher, es gibt eine neue Pam-Box, die wieder mit vielen tollen Produkten gefüllt ist und den Frühling ins Haus bringt. Die Special Edition im Blümchen-Look gefällt dir hoffentlich genauso gut wie mir. Safe. Also richtig schön gewählt auf jeden Fall. Außen hui und innen auch. Ganz nach dem Motto Let's be sustainable habe ich dieses Mal 8 Überraschungen für dich, die besonders nachhaltig sind. Von Snacks über raffinierte Küchenhelfer bis hin zu Gewürzen. Sehr interessant. Viel Freude beim Auspacken. Ganz liebe Grüße aus China, wo ich dieses Mal das Booklet schreibe. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mal zu Hause am Schreibtisch saß dafür. Ja, das ist manchmal halt so eine Sache, da ist man dann viel unterwegs. Es stehen keine Preise hier mit dabei. Die Produkte sind hier nochmal ein bisschen mehr erklärt und auch ein Rezept. Asia Pulled Jackfruit Bowl ist hier auch noch als Rezept mit am Start. Ja, gut, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Als erstes finde ich klasse. Ich habe sowas auch immer hier in Anwendung, nämlich Strohhalme. Das sind wiederverwendbare von Turtlenecks. Draw by Halmbrüder. Der erste knickbare Edelstahl, richtig geil, Edelstahlstrohhalm. Knickbar finde ich ja klasse. Da sind 4 Stück drin und eine Reinigungsbürste. Das ist wirklich innovativ. Gefällt mir, weil das ist auch etwas, was ich immer ein bisschen schade tatsächlich finde, ne? Dass man die halt nicht so knicken kann, dass man die halt immer so gerade hat. Das ist halt wirklich eine Bequemlichkeitsgeschichte. Schauen wir mal. Hier, so sehen die ja sehr, sehr groß, ne? Das heißt auch für Cocktails ganz gut. Geil. Und weil die aus Metall sind, halten die dann auch echt gut. Und dann werden die halt so, ne, knickbar, ohne dass die halt brechen. Die kommen direkt in eine Spülmaschine. Die werden direkt mal in Anwendung genommen. Finde ich klasse. Dann haben wir hier drin Brown Rice Noodles. Ja, also definitiv ein praktisches Produkt, was auch noch relativ lange haltbar ist, nämlich ein Jahr, von Fairtrade Original Organic Brown Rice Noodles. Finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Das sind dann wahrscheinlich 2 Portionen, die du hier drin hast. 225 Gramm. Ja, das kommt ganz gut hin, ne? Finde ich super, weil Nudeln kann man immer gut gebrauchen. Also wir essen, also wir haben auch immer Nudeln da. Wir brauchen Nudeln, wir verwenden Nudeln, wir essen Nudeln. Ich finde es toll. Und dann haben wir hier noch was drin. Das ist Feel Food Red Lentil Dal, Your 6-Minute Super Lunch. Ah, ein veganes Produkt und da kann man einfach dann, ich denke mal mit heißem Wasser, genau, sich einfach ein schnelles Mittagessen, ein schnelles Abendbrot, ein schnelles Zwischendurch, was auch immer zubereiten. Finde ich praktisch, denn ich habe tatsächlich auch nicht immer Zeit und Lust zu kochen. Und manchmal ist mein Freund dann auch in dem Sinne in der Firma und dann haben die da einen Mittagessenwagen und dann brauche ich halt auch mal irgendwie was, ne? Und da kommt sowas dann ganz gut. Ich hoffe, dass es schmeckt. Hier ist Ingwer abgebildet, Cashew ist hier abgebildet, Kokos ist abgebildet. Ist eine wilde Mischung, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Spannend. Okay, so, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich was Schweres und zwar, genau, das können wir dann auch für diese Jackfruit-Geschichte dann verwenden. Habe ich noch nie gesehen, von, also so in der Dose. Lotao Jackfruit Natur. Junge Bio-Jackfruit-Stücke eingelegt, ideal als Fleischalternative. Kann man das pur essen? Das würde mich ja mal interessieren.
Kennt ihr euch damit aus? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier steht auch hinten noch eine Zubereitung drauf. Aber es gibt natürlich auch, ne, Sachen, die kannst du ja auch pur essen. Bio-Jackfrucht gewürfelt in Salzlake eingelegt. Zubereitung. Fruchtfleisch gut abtropfen lassen, nach Belieben würzen und für 10 bis 15 Minuten in 2 Esslöffel Öl marinieren. Okay, also du machst es dann wahrscheinlich nicht pur, oder? Wie gesagt, wenn ihr da mehr Erfahrung habt, gerne in die Kommentare. Fände ich ja mal ganz interessant. Kann man sowas zu diesen Nudeln essen? Fände ich ja auch ganz praktisch, ne? So, dann habe ich hier noch was drin. Eine Gemüsebrühe. Eine sehr cool. Svema, frische Gemüsebrühe, auch zum Würzen und Marinieren. Da ist 73% rohes Gemüse, Steinsalz und Gewürze drin, sonst nichts. Ach, guck mal. Und das ist auch so eine Paste. Also das ist dann quasi 73% diese Gewürzgeschichte. Und die übrigen 27 werden dann wahrscheinlich einfach das Wasser sein. Spannend. Gut, dann hast du da nicht Ewigkeiten was von. Ich weiß nicht, ne, wie viel, also wie man das dann entsprechend dosiert. Ein Teelöffel auf 500 Milliliter Wasser. Nee, das ist dann doch relativ viel. Aha, weil letztens wollten wir, irgendwas wollten wir mit Brühe machen. Das habe ich genau. Wir haben irgendwie, unsere HelloFresh-Lieferungen haben sich alle irgendwie immer mal wieder so ein bisschen verzögert. Und dann habe ich aber trotzdem aus den Boxen noch das behalten, was gut war. Ne? Also die waren halt ein bisschen zu lange unterwegs, sodass dann irgendwie gefühlt die Hälfte nicht mehr gut war. Und dann habe ich aber einen Teil davon immer behalten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt mache ich mal einen Eintopf davon. Und war dann auf der Suche nach Gemüsebrühe. Habe keine gefunden. Letztendlich haben wir eine Hühnersuppe, die wir noch hatten, durchgesiebt. Und dann habe ich das reingemacht. Yay! Und das, obwohl ich eine Kooperation mit Just Spices habe und theoretisch die Möglichkeit hätte, an so wundervolle Gemüsebrühe ranzukommen. Da könnt ihr nämlich mit Just Cloudy 5 € sparen, beziehungsweise je nachdem, welche Aktion gerade gilt, das weiß ich gar nicht, wenn ich das Video hochlade. Sonst bekommt ihr nämlich das Bratkartoffelgewürz einfach für immer mit dazu, wenn ihr bestellt. Ist auch ganz cool, ne? Auf jeden Fall habe ich hier jetzt eine Gemüsebrühe und wenn wir dann das nächste Mal wieder was kochen möchten und sowas brauchen, ne? Haben was am Start. Das finde ich klasse. So, hier ist auch wieder ein Küchenhelfer und zwar von Kochblume. Ein Restelöffel. Ach, sowas ist praktisch. Das ist jetzt natürlich hier von diesen, muss ich waschen auf jeden Fall, ne? Du kommst halt sehr oft nicht an den letzten Rest vom Schützenfest im Glas oder so dran. Das stimmt. Und da kann man dann halt wirklich so ein Gummiding ganz gut gebrauchen. Das finde ich cool. Ne? Und damit soll man dann wahrscheinlich besonders gut hier, was ist da, Soßen rauskriegen oder Joghurt aus Gläsern oder Marmelade? Ja gut, Marmelade kriege ich eigentlich immer ganz gut raus, ne? Ja, mal gucken. Ansonsten kannst du es ja auch zweckentfremden. Cool. Nee, also schon bislang sehr praktische Geschichte. Dann habe ich hier auch noch besser im Glas Gewürz Schoki Oats. Okay, Schoki Kick für deine Haferflocken. Das könnte was für meinen Freund sein. Der mag nämlich ganz gerne so Müsli mit, ja, also Schokogeschichten halt. Das ist halt schon so seins. Das ist halt unser Kakaomonster hier zu Hause auch. Dementsprechend kann das was für ihn sein, muss ich ihn mal fragen. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt was. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der, tatsächlich, also ich trinke wohl ab und an mal einen Kakao, aber da mache ich mir vielleicht so 1 oder 2 Löffel von dem Kakao in die Milch rein. Das ist mir sonst einfach zu viel. Schokolade esse ich schon ganz gerne, aber ich brauche es nicht so intensiv zum Beispiel. Und ja, gerade auch so beim Müsli bin ich da nicht ganz so Fan von. Ne? Ja, gut. Dann habe ich ja aber auch noch als, ich glaube, letztes Produkt dann einen relativen Klassiker auch mit dabei. Das ist immer ein ganz gutes Brain Food. Und zwar Farmer Snack Snacks geröstete Studentenfutter. Klassik mit Weinbeeren. Das ist super. Das ist echt super. Mit Jumbo, Weinbeeren und gerösteten Nusskernen. Das hört sich richtig lecker an. Und sowas ist immer ein ganz guter und relativ gesunder Snack, wenn man da halt nicht allzu viel von isst, ne? Für zwischendurch, wenn man einfach mal irgendwie so einen Heißhunger auf irgendwas hat, kann man sich einfach besser so ein paar Nüsse essen, als dass man dann irgendwie sich sonst was isst. Deswegen, also eine sehr foodlastige Box, vor allem dadurch, dass wir ja auch zwei Non-Food-Artikel als Food Prepping-Artikel haben, aber trotzdem ist es eine schöne Box. Für 26,90 € ist dann halt die Frage, ob man sich die Produkte so im Laden gekauft hätte. Eher weniger, bin ich vollkommen ehrlich. Das mit den Strohhalmen finde ich fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, was die für einen Wert haben, ne? Da muss ich mal gucken. Ansonsten, also von der Konstellation und der Idee dahinter, feiere ich die Box tatsächlich. Jo, vermisse
Kein Wow-Artikel, das sind hier die Strohhalme für mich. Ihr Lieben, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns super gerne austauschen. Und ich habe euch in die Infobox auch irgendwie so einen Freunde-Werben-Freunde-Link reingesetzt. Wenn ihr Bock auf die Box bekommen solltet, könnt ihr darüber bestellen und dann dementsprechend die Box ein bisschen günstiger kriegen. Und ich sammle dadurch halt auch irgendwelche Points oder Guthaben oder so, ne? Ja, und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.